Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit oder meine Jugendzeit später in den 90er Jahren, welche Frauen hier wirklich die körperlichen Vorbilder waren für andere Frauen, dann fallen mir Namen ein wie Claudia Schiffer, Kim Basinger oder auch Cindy Crawford. Schlanke, großgewachsene Frauen, die eher skinny sind und nicht muskulöse, gut durchtrainierte Frauen wie Linda Hamilton in Terminator und Terminator 2 als der fiktive Charakter Sarah Connor. Das hat sich komplett geändert, wenn ich die heutige Zeit hernehme. Und darüber bin ich froh, denn heute gilt eher das Motto dieser Folge, nämlich Strong is the new skinny. Also stark sein ist das neue schlank oder dünn sein. Und darum geht es in dieser Folge, speziell für Frauen, die Angst haben, mit Krafttraining gleich auszusehen wie Arnold Schwarzenegger und doch lieber Cardio-Training durchzuführen, weil es gesünder ist und weil es schöner macht. Ist es so? Oder ist das wirklich alles ganz verdreht? Darum geht es in dieser Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß dabei! Bevor es allerdings losgeht, noch ein paar Worte zu mir für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Peter Burianek. Ich bin Personal Trainer, Online Coach und Motivator. Und mein Ziel ist mit meinen Videos, Beiträgen und Podcasts im Internet, dich in ein besseres Leben zu führen. Und zwar in den Bereichen Fitness, gesunde Ernährung und positives Mindset, dass es nachhaltig ein positiveres Leben bei dir bewirkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch auf dieser Plattform hier ein Abo dalässt, damit du in Zukunft keine weiteren Beiträge, Videos oder auch Podcasts von mir verpasst. Und wenn dir etwas besonders gut gefällt, dann bitte lass auch ein Like hier oder sogar einen Kommentar. Es ist für dich eine Arbeit von 2 oder 5 oder 10 Sekunden, aber für mich bedeutet es sehr viel und ich würde mich sehr freuen darüber. Genug über mich, viel Spaß bei der heutigen Folge. Sarah Connor, I'll be back. Ja, was war das für eine Zeit? Arnold Schwarzenegger in Terminator. Wie er Linda Hamilton alias Sarah Connor gesucht hat. Und die war muskelbepackt. Sie war eine Kämpferin, ist ja klar. Sie muss ja gegen Schwarzenegger Schrägstrich den Terminator fighten. Und das war für viele Männer der damaligen Generation, vielleicht auch noch heute, eine tolle Frau. Eine starke Frau. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Doch für viele und die meisten Frauen damals war dieser Charakter viel zu muskulös und daher auch viel zu männlich. Das sehe ich anders und Gott sei Dank sehen das heutzutage auch viele, viele Frauen anders. Und das hat meiner Meinung nach nur Vorteile, gesundheitliche. Und darauf möchte ich auch in dieser Folge eingehen. Dennoch gibt es genug Frauen, auch ich merke das immer wieder, die nicht nur mir sagen, sondern auch anderen Trainern, ich möchte nicht zu schnell muskulös werden. Ja? Also mein Ziel ist eher, dass der Körper straff, knackig und definiert aussehen soll. Aber auf keinen Fall zu muskulös. Und deshalb ist auch einer der Hauptgründe, warum Frauen immer eher Cardiotraining durchziehen oder Aerobikstunden, anstatt dass sie schwere Gewichte in die Hand nehmen oder auf die Beine legen und damit ein paar richtig harte Sätze durchfetzen. Obwohl das die bessere Variante wäre. Oder doch nicht? Ich möchte hier auf den Unterschied eingehen. Was ist besser für den Muskelaufbau bei Frauen? Und werden Sie wirklich so schnell zu Arnold Schwarzenegger? Gehen wir darauf etwas spezieller ein, in eigene Kapitel. Cardio-Training am Laufband, auf dem Crosstrainer, am Stairmaster. Wobei Stairmaster nehme ich da etwas raus, der ist sehr intensiv eingestellt, schon gut für die Po-Muskulatur, auch zum Muskelaufbau. Aber wenn ich jetzt alle anderen Varianten hernehme, ein Fahrrad, einen Crosstrainer, ein Laufband, wenn ich dieses Cardio-Training hernehme, was Frauen sehr gerne vor oder auch nach oder auch statt einem Krafttraining durchführen, damit sie nicht zu muskulös werden. Was bringt das wirklich? Kannst du damit Muskeln aufbauen oder kannst du damit Fett abbauen? Was ist der Sinn hinter Cardiotraining? Liebe Frauen und alle anderen, die es interessiert, Cardiotraining verbessert die Leistung deines Herzmuskels, was die Effizienz und die Durchblutung erhöht und eine bessere Versorgung deiner Muskulatur mit Sauerstoff und Nährstoffen ermöglicht. Coole Sache. Außerdem verbrennst du enorm viel Kalorien, wenn du es intensiv durchführst.
was wiederum zu einem geringeren Körperfettanteil führen kann, weil du ja mehr Kalorien verbrennst. Dadurch werden die Muskeln natürlich sichtbarer und definierter, was ja eigentlich auch jeder Mensch erreichen möchte, der einen schöneren Körper mit Training erzielen möchte. Auch wenn du da keine zusätzlichen Muskelaufbauübungen machst, keine Krafttrainingsübungen, Kniebeugen, was auch immer, mit Gewicht arbeitest. Nur der Fokus liegt bei den, oder die Nummer 1 bei Cardiotraining ist Kalorienverbrennung und Stärkung des Herzmuskels, das heißt des Herz-Kreislauf-Systems. Das empfehle ich generell, wenn du einen Job hast, wo du den ganzen Tag nur sitzt im Büro. Das haben mittlerweile die meisten Leute. Wenn du keinen Hund hast, wo du auch täglich mal eine Stunde spazieren gehst mit ihm, dann empfehle ich dir Cardiotraining, weil es eben den Energieverbrauch steigert und dazu beiträgt, dass du mehr Kalorien verbrennst, wie schon vorher gesagt. Außerdem, und das ist auch noch ein guter Vorteil oder ein guter Punkt beim Cardiotraining, es verbessert deinen Stoffwechsel. Also der Stoffwechsel wird angekurbelt, was wiederum den Fettabbau steigert. Es bleibt noch die letzte Frage. Cardiotraining, okay, soll ich, wenn ich das Laufband hernehme oder das Fahrrad, soll ich langsam laufen oder soll ich intensiv und Vollgas geben beim Cardiotraining? Und was ist überhaupt langsames Laufen und schnelles Laufen? Das kann man ganz leicht, ohne eine Zahl zu nennen, erheben, weil es ja auch individuell bei Anfängern und Fortgeschrittenen ist. Langsames Laufen bezeichne ich als langsames Laufen, wenn du eine moderate Intensität hast und dich trotzdem noch mit deinem, ja, Partner, mit deiner Partnerin, mit der Person neben dir unterhalten kannst. Ist auch beim Jogging so, wenn du da eine Geschwindigkeit hast, wo du dich trotzdem ohne Probleme unterhalten kannst. Das hat die drei großen Vorteile. Es steigert deine Ausdauer, es fördert den Fettstoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System. Aber Kalorien, ja, werden relativ wenig verbraucht. Natürlich, besser als gar nichts. Wenn ich jetzt ein schnelles Laufen hernehme oder schnelles Fahrradfahren, schneller Crosstrainer mit hoher Intensität, dann ist das natürlich viel effektiver, um Kalorien zu verbrennen. Und es ist auch gut für die Herzfrequenz, also für das Herz-Kreislauf-System, wenn du die Herzfrequenz erhöhst. Das ist auch gut, wenn du nicht viel Zeit hast, dann kannst du hier 15, 20 Minuten Vollgas geben. Aber das langsame Laufen, sage ich ganz ehrlich, wenn du einen Hund hast, dann reicht das vollkommen aus, wenn du mit dem Hund täglich dreimal eine Runde machst, eine größere und hier vielleicht etwas flotter gehst. Das ist tolles Cardiotraining. Aber für den Muskelaufbau, da kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Ich höre immer wieder von Frauen, die ein Personal Training nehmen, auch ein Online-Coaching, dass sie eine gewisse Anzahl an Kilogramm abnehmen wollen. Natürlich gibt es auch die andere Seite, wenn eine Person, speziell auch eine Frau, untergewichtig ist, dass sie realisiert, okay, ich muss nicht nur Muskelmasse, sondern generell Körpermasse draufpacken. Aber der Großteil der Personen, der Menschen, kommt zu mir und sagt, okay, ich möchte 5 Kilogramm abnehmen oder 10 oder 20, je nachdem. Meiner Meinung nach ist das schon mal der falsche Punkt, um das Ganze heranzugehen. Natürlich, wenn ich übergewichtig bin, ist es logisch, dass ich etwas abnehmen muss. Aber die Zahl auf der Waage hat uns meiner Meinung nach die Gesellschaft in vielen Jahrzehnten so eingeredet, sagt auch der BMI aus, dass du mit einer gewissen Körpergröße eine gewisse gewisses Körpergewicht haben sollst. Wenn ich jetzt aber einen Bodybuilder, eine Bodybuilderin hernehme, eine professionelle, dann hat die so wenig Körperfettgehalt, dass dieser BMI nicht mehr hinhaut. Und deshalb ist die Anzahl, die Nummer auf der Waage, die Zahl auf der Waage für mich absoluter Schwachsinn. Es ist wichtig, wenn du ein schöneres Körperbild haben möchtest, auch als Frau, dass der Körperfettgehalt reduziert wird. Damit meine ich, wenn du eine Falte, wenn du deinen Zeigefinger und deinen Daumen nimmst und am Bauch eine Falte hernimmst, eine Falte bildest, dich reinzwickst, je dicker diese Falte ist, umso mehr Körperfett hast du. Und je dünner, je kleiner diese Falte zwischen den Fingern ist, umso weniger hast du. Und dadurch kommen auch die Muskeln eher raus. Alles wird straffer, besonders wenn du die Arme zur Seite hebst, beim Trizeps, am Oberarm. Da wird es schlaff. Und das kriegst du hin mit weniger Körperfett. Das kriegst du nicht hin, genauso am Bauch. Du verlierst deinen Bauch nicht mit einer speziellen Bauchübung. Das ist die Ernährung und eben wie viel Kalorien du zu dir nimmst und auch täglich verbrennst.
Und deshalb sei gesagt, bevor wir zum Krafttraining kommen, ist es vollkommen egal, wie viel Gewicht deine Waage anzeigt. Es ist vorrangig, wie hoch dein Körperfettanteil ist. Der macht dich, wenn du ein optisches Ziel hast, tausendmal glücklicher als eine gewisse Zahl auf der Waage. Das garantiere ich dir, weil 60 Kilogramm so aussehen können und 60 Kilogramm komplett anders aussehen können. Es liegt nicht an der Zahl auf der Waage. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meine Jugendzeit, in den 90er Jahren oder auch dann 2000er Jahren, wo ich 96 im Fitnessstudio begonnen habe, selbst zu trainieren, dann war das Standard, dass Frauen wirklich nur auf den Laufbändern, am Stepper, am Radergometer zu sehen waren. Das war alles in weiblicher Hand, während die Männer an den Gewichten unter sich waren. Das war die klassische Rollenverteilung im Gym. Das war Realität pur. In den letzten Jahren, Gott sei Dank in meinen Augen, haben aber Frauen die Muckibuden komplett erobert. Und in den meisten Fitnessstudios gibt's nicht mehr Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, nur für Männer. Gerade auch in das Gym in Wien, in einem der besten Fitnessstudio weltweit, traue ich mich sagen, da gibt's Frauen, Halleluja, die sind so stark bei den Kniebeugen, beim Bankdrücken, bei den Kreuzheben-Übungen. Das fasziniert mich immer mehr. Und die haben einen Wahnsinnskörper, eine Wahnsinnskraft natürlich, weil das Verbundübungen sind, die alle Gelenke gleichzeitig bewegen, die am meisten Fett verbrennen und am meisten Kraft aufbauen. Und damit auch, wenn ich ans Muskelversagen gehe, das heißt, wenn ich richtig viel Gewicht nehme, dass ich meine 8 bis 12 Wiederholungen durchführen kann, richtig, dass ich damit auch Muskeln aufbaue, die man dann besser sieht, weil ja der Fettgehalt weniger wird am Körper durch die richtige Ernährung. Und es freut mich wirklich, dass der Spruch, der Titel dieser Folge hier, Strong is the new skinny, dass es immer bekannter und immer mehr Standard wird. Nun gelten Muskeln langsam auch bei Frauen als schön. Und vor allem auch als gesund, ja. Und zwar vor in den 90er Jahren oder was. Also wenn man da eine Frau, die wirklich stark trainiert war, gesehen hat, na, dann war das ein Freak. Dann war das ein Freak in den Augen der Normalos, sage ich mal, die nicht trainieren. Zum Glück trainieren immer mehr Menschen, auch Frauen. Und bitte verwechsle nicht, dass ich hier eine Bodybuilderin meine, die seit 20 Jahren Vollgas trainiert, auf Bühnen steht. Nein, ich meine damit eine Frau, die Krafttraining betreibt, die ihren Körperfettgehalt niedrig hält, wo man die Muskulatur gut sieht, weil die Haut dünn ist. Das meine ich. Ein fitter, straffer, knackiger Körper. So, wie es die Frauen eigentlich wollen. Nur, sie haben eben die Angst, dass man aussieht wie Arnold Schwarzenegger. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Diese Angst ist einfach vollkommen unbegründet. Weil ein Muskelaufbau passiert nicht von heute auf morgen und passiert schon gar nicht rein zufällig. Ja? Es geht dabei hauptsächlich um die Ernährung. Und die ist nicht nur bei Frauen, sondern bei allen Geschlechtern die größte Herausforderung. Weil ich sage immer, 1,5 Stunden im Fitnesscenter Krafttraining zu betreiben, ist schon mal schwierig. Das schaffen nicht viele, vor allem regelmäßig und nachhaltig. Aber noch viel schwieriger sind die restlichen 11, 12 Stunden des Tages. Weil, was esse ich hier? Wie ernähre ich mich? Was trinke ich? Und wie oft? Da ist das Training mit 1,5 Stunden leicht im Vergleich zur nachhaltigen Ernährung. Und bei Frauen ist das oft das genaue Gegenteil wie bei Männern. Männer essen oft viel zu viel, während Frauen sich oft den Gedanken machen, ah, ich darf nicht zu viel essen, weil dann bekomme ich einen Bauch oder setzt eben das Fett an den Problemzonen an. Nein, Frauen essen die Mehrheit zu wenig. Also nehmen zu wenig Kalorien zu sich. Jetzt kommt dann die Komponente dazu, okay, sie macht Krafttraining, hat sich endlich dazu überwunden, haut sich da richtig rein, isst aber nicht mehr, weil sie Angst hat, wieder zuzunehmen. Und das ist extrem kontraproduktiv, weil Muskulatur baut nur auf, wenn du ihr genug und die richtigen Nährstoffe zufügst. Wenn du das nicht tust, verbrennst du ja noch mehr, als wenn du keinen Sport betreibst. Und dann ist das der Super-GAU für die Muskulatur und auch generell für dein zentrales Nervensystem, was natürlich immer belastet wird, aber keine Nährstoffe kriegt und damit gehst du ein. Im Fachjargon Katabol genannt. Ja, Anabol ist der Aufbau, Katabol ist der Abbau, den eigentlich niemand will. Wir wollen Fett abbauen, ja. Aber du willst keine Muskeln und Fett abbauen. Weil das Endergebnis dadurch ist, du bist dünn und schwabbelig. Das ist eine Scheißkombi. Ich gehe jetzt in den sehr persönlichen Bereich, nämlich
zu meiner Frau. Meine Ehefrau, mit der ich jetzt knappe 7 Jahre zusammen bin, hat immer gesagt, ich habe es oft probiert, sie zu überreden und mitzunehmen, ins Studium Krafttraining zu betreiben. Und ihre Worte waren immer wieder, das ist nicht meine Welt und es wird auch nie meine Welt werden. Sie hat es 3, 4 Mal probiert, 1, 2 Wochen in diesen Jahren. Und ja, es war immer wieder ein Misserfolg. Es gefällt ihr nicht. Und ohne Spaß zieht man es einfach nicht durch. Es ist eine Qual. Und wer lässt sich gerne quälen? Niemand. Doch seit 5 Wochen, die letzten 5 Wochen, als dieser Podcast herausgekommen ist, hat sich alles geändert. Und warum hat sich alles geändert? Weil das Leiden zu groß war oder wurde. Sie hat erkannt, dass sie sich körperlich nicht mehr so wohl fühlt. Und ich erlebe das immer wieder bei Personen, egal welchen Geschlechts, wenn das Leid zu groß wird, dann ist das meistens der ausschlaggebende Punkt, um etwas zu ändern. Wir wollen alle, wir haben alle unsere Vorbilder, wir wollen aussehen wie der oder die oder sonst jemand. Aber das vergisst man relativ schnell wieder im Alltag. Wenn aber das Leid dann aus irgendeinem gewissen Grund, der dann so weh tut, zu groß ist, dann sage ich, okay, springe ich über meine Hürde und ich quäle mir jetzt den Arsch ab, dass ich da mal was weiterbekomme. Und ich unterstütze das zurzeit enorm, weil ich sehr viel Zeit mit ihr gemeinsam im Studio verbringe, um ihr alle Übungen beizubringen und so weiter, um das durchzuziehen, um Gas zu geben. Und der Spaß ist dabei. Und ich erlebe nicht nur die körperliche Veränderung gerade, sondern auch die mentale Veränderung, die Ausstrahlung, die Positivität, das Fit und Munter sein. Ja? Das sind ja viele Aspekte, die dazu beitragen, wenn ich Krafttraining durchführe, wenn ich mich auch dann stärker fühle, wenn ich eine aufrechtere Körperhaltung habe, wenn ich am Schluss dann auch sehr mehr Selbstbewusstsein habe, das bei meiner Frau jetzt nicht notwendig ist, das hatte sie. Aber es gibt so viele Vorteile, die ich auch mal nebenbei erwähnen möchte. Und man darf nicht vergessen, im Vergleich zum Cardiotraining ist Krafttraining noch zeiteffizienter. Was meine ich damit? Wenn du wirklich langes Cardiotraining durchführst und regelmäßig durchführen willst, dann solltest du das ja täglich oder alle 2 Tage machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache ein intensives Krafttraining, dann reicht das bei Anfängern schon dreimal mit, sagen wir mal, 45, 60 Minuten in der Woche. Also auch hier kann man sagen, okay, es ist nicht wirklich mehr Zeitaufwand, wenn ich Krafttraining betreibe. Der Punkt ist nur bei Frauen wieder, die meisten tendieren zu ganz kleinen Gewichten und viele Wiederholungen. So dass man nebenbei noch, während ich diese Kraftübung durchführe, was auch immer, welche auch immer, mit anderen quatschen kann. Und das ist halt, ja, es funktioniert, aber ich vergleiche das immer, wie wenn ich jetzt mit dem zweiten Gang 30 km auf der Autobahn fahre. Ich komme ans Ziel, absolut, aber wann? Und wie kann ich es verbessern? Es ist einfach effektiver, wenn man den Muskel durch schwerere Gewichte und weniger Wiederholungen, aber mit richtiger Ausführung an seine Grenze bringt. Das ist das Ziel. Und ich garantiere, jeder Frau, die das durchzieht, 3, 4 Mal die Woche, kommt auf den Trainingsplan an, dass man schon in wenigen Wochen, 4, 5 Wochen, einen Unterschied an den Problemzonen wird. Besonders bei den Armen, beim Bauch oder auch beim Po. Und wenn ich jetzt zur Zahl auf der Waage zurückkomme, was das Ziel bei vielen ist, minus 10 Kilogramm oder wie viel auch immer, dann gibt es auch noch ein anderes Ziel oft. Viele schicken mir ein Foto mit von einer Prominenten oder von einer Person, die man eben kennt, Influencerin, was auch immer, und sagen, ich würde gerne so aussehen wie Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das falsche Ziel in meinem Kopf. Es ist ein gutes Ziel, es ist eine Vision, aber viel zu oft ist diese Vision so unrealistisch oder so weit weg, dass man jahrelang darauf hin trainieren muss. Und das verstehen eben viele nicht. Weil diese Vorbilder trainieren seit vielen, vielen Jahren, so auch wie ich, ja. Und sie stecken alles rein, damit man das erreicht, was sie erreicht haben. Und damit alles meine ich, das Training muss richtig und nachhaltig und viele Jahre durchgeführt werden. Die unterschiedlichen Phasen im Training, die Zyklen und so weiter. Ich muss mich richtig ernähren. Und zwar immer. Ich kann mir keinen Urlaub gönnen, wo ich sage, okay, die 3 Wochen pfeife ich dran, weil das leidet wieder meiner Figur. Ich gehe auch nicht oft auswärts essen. Und das ist oft ein Problem. Ja? Ich lese immer wieder von Personen in wöchentlichen Check-ins, die ich habe, die ich durchführe, dass sie halt in der Woche 1, 2 Mal essen waren. Und das ist negativ für deinen Körper. Ja, man soll sich was gönnen. Aber man kann sich auch anders was gönnen. Ja? Und ich sage immer, wenn ich zu oft essen gehe, dann hat das nicht nur den Nachteil, dass du nicht nachvollziehen kannst, was da genau drinnen ist. Von Glutamat und so möchte ich gar nicht sprechen, sondern
Es kostet ja auch wesentlich mehr, als wenn ich jetzt gesund und für mich selbst koche zu Hause oder für meine Familie. Aber zurück zum Ziel. Für mich ist ein wesentlich größeres Ziel und da versuche ich alle hinzubekommen, auch meine Frau, dass das Idealbild im Kopf nicht ein Vorbild einer gewissen Person ist, sondern dass man stolz darauf ist, statt 8 Kilogramm, 9 Kilogramm bei dieser Übung zu verwenden oder verwendet zu haben. Dass man unendlich stolz darauf ist, wenn man irgendwann mal einen Klimmzug alleine geschafft hat, und zwar als Frau. Das können Männer eher, das ist bei Frauen schwieriger, aber wenn es dann mal eine Frau geschafft hat, dann ist das ein unglaubliches Gefühl. Endorphine, Glücksgefühle werden ausgeschüttet und dieser Stolz und das Selbstbewusstsein, was da rauskommt, das ist für mich eine Million Mal mehr wert, als wenn ich jetzt sage, okay, du hast 5 Kilogramm abgenommen. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, okay, aber wozu brauche ich einen Klimmzug im wahren Leben oder was hilft mir da weiter? Wenn ich einen Klimmzug schaffe, dann sollten einmal Rumpf, Rücken und auch Oberarme gestärkt sein. Das ist auch gut für die Koordination und alles. Also es hat so viele Vorteile. Aber es hilft natürlich auch im Alltag, und da bin ich schon beim nächsten Punkt, Krafttraining. Es stärkt natürlich auch enorm die Knochen und die Knochendichte. Und ich sage immer wieder, gerade Frauen haben, wenn man die Statistiken und so weiter durchliest, in späteren Jahren häufiger Osteoporose als Männer. Und wenn dann mal ein Sturz passiert und ein Oberschenkel-Halsbruch oder was ist die Diagnose, dann ist es meistens auch unglaublich zach, sagt man in Österreich, also langwierig, dass das wieder gesund wird, falls es überhaupt nochmal gesund wird. Und das kann ich mit einer Stärkung der Knochen und der Muskulatur und der Bänder und alles, was dazugehört, komplett entgegenwirken. Und man muss dabei bedenken, ab 30 geht es bergab mit der Muskulatur. Das ist leider die Wahrheit. Dennoch ist es nie zu spät, mit Muskeltraining anzufangen. Ja, ich habe unterschiedlichste Personen im Training, ob jetzt mit 14, der mal Wrestler werden möchte, und auch andere Personen, die über 50 sind und wieder die Figur bekommen wollen, die sie schon mit 40 hatten oder früher. Das ist möglich. Aber es ist alles ein Ding der Geduld und der Kontinuität. Dranbleiben. Und auf den Trainer hören. In dem Fall auf mich. Das Programm durchziehen, aber auf die Ausführung schauen. Und Frauen haben einen gewaltigen Vorteil gegenüber Männern. Das möchte ich auch noch hier am Ende erwähnen. Frauen sind meistens viel beweglicher als Männer. Und das ist ein verdammt großer Vorteil, wenn ich Übungen wie die Kniebeuge hernehme. Frauen können die in meinen Trainings wesentlich schneller umsetzen, weil sie viel tiefer runtergehen können und viel beweglicher sind als Männer. Und ja, sie haben nicht die Kraft, gleich mehr Gewicht zu bewegen, aber nochmal, bei mir geht es immer im ersten Step um die richtige Ausführung, um die richtige Technik einer Übung. Und das ist bei Frauen oft einfacher. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende dieser Folge und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wenn du eine Frau bist, die sich unwohl fühlt in ihrem Körper, die ein bisschen zu viel auf die Rippen hat und am Po, am Oberschenkel, wo auch immer, die das etwas straffer haben möchte. Ich empfehle dir, nicht Cardio als Nummer 1 zu wählen. Damit meine ich Laufband, Joggen, Radfahren, Stepper, was auch immer. Das ist nebenbei gut, das ist als Ausgleich gut an einem Tag, wo du kein Krafttraining durchführst. Was ich dir empfehle, ist aber Krafttraining. Und ich garantiere dir, dass du nicht zu muskulös wirst. Wenn du das wirst, dann bitte melde dich bei mir, denn dann werden wir reich durch deine viel zu schnelle muskulöse, ja, durch deinen Gewinn an Muskeln in kurzer Zeit. Da werden wir reich damit, weil das noch nie so schnell und einfach passiert ist. Ernährung, Training, Schlaf, Stressmanagement, es hängt so viel damit zusammen. Und wenn du das nicht alles on point, sagt man, durchführst, wirst du nicht zur Bodybuilderin. Deshalb, nimm diese Ausrede nicht her. Mach's Krafttraining. Zieh es durch mit einem professionellen Trainingsplan, wobei ich dir auch gerne helfen kann. Mit Personal Training, wo ich dir auch gerne helfen kann. Oder Online-Coaching. Es ist wichtig, dass du ans Limit gehst, dass du mehr Gewicht nimmst, sodass du dich nicht mehr unterhalten kannst und nicht mehr in den Pausen zwischen den Übungen herumtanzen kannst. Du sollst dich erledigen beim Training. Hast du eine Muskelkater, dann spürst du auch den Fortschritt und du wirst so stolz sein auf dich selbst, du wirst selbstbewusster sein. Du wirst Fett abbauen, was bedeutet, dass man deine Muskulatur eher sieht. Damit meine ich nicht, dass die Oberschenkel und die Arme sofort wachsen und du eine Bodybuilderin bist, sondern dass man einfach das Straffe, was eigentlich jede Frau haben will,
die straffe, die straffen Oberarme, straffere Hintern, straffere Bauch, das sieht man eher. Das ist das Resultat von Krafttraining und richtig guter Ernährung. Deshalb mein Abschlusswort: Zieh's durch, trau dich, such keine Ausreden und hab keine Angst davor, zu schnell zu muskulös zu sein. So, jetzt weißt du auch einen wirklich tollen Punkt, um deine Haut schöner zu machen. Es gibt noch einen Punkt, womit du deine Haut besonders auch im Gesicht verbessern kannst, ohne jetzt eine Operation hinter dich zu bringen, ohne irgendwie Botox zu spritzen, sondern im Fitnessbereich, dass auch diese Falten verschwinden. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind nun am Ende angelangt. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir diese Folge nicht nur gefallen hat, sondern auch geholfen hat für deinen Fortschritt, für deine Zukunft, für deine Verbesserung, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo hier lässt, wenn du noch nicht ein Abo von mir hast. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast, dieses Video positiv bewertest, wenn du mir ein Like da lässt oder sogar einen Kommentar. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, aber mir würde es sehr viel bedeuten und mir hilft es vor allem auch weiter. Wenn du Fragen hast oder Ideen für einen weiteren Podcast, dann schick das Ganze an info@peterburianek.at. Ich bin überall im Social Media Bereich zu finden als Coach Peter Burianek. Und man merkt, ich bin am Ende meiner Worte, ich bringe sie nicht mehr ordentlich aus, deswegen sage ich Adios. Ich wünsche einen schönen restlichen Tag und alles Gute, auch gesundheitlich. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.